Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode wollen wir uns den Purification Chamber anschauen. Und gecraftet wird das Item folgendermaßen. Wir brauchen 4 Infused Alloy, 2 Osmium Ingots. Wir brauchen einmal ein Enrichment and Chamber und wir brauchen 2 Advanced Control Circuit dafür. Aufgebaut mit Strom sieht das folgendermaßen aus. Wir haben wieder ein kleines Interface, einmal lila, einmal rot und haben wieder einen Output mit dunkelblau und wir haben einige Rezepte. Wir brauchen auf jeden Fall als Grundrohstoff immer entweder Oxygen als externe Quelle, das wäre eine Möglichkeit, oder Flint. Ich für meinen Teil bevorzuge jetzt an der Stelle einfach mal Flint. Und wir sind mit dem Purification Chamber sind wir in der Lage, Shards zu Clumps weiter zu verarbeiten. Das heißt, wir können ja mal gucken. Shard, da gibt es einige Shards, die Mechanism da halt auf jeden Fall so bietet, wenn man das halt so möchte. Ich nehme jetzt hier mal Iron Shards, können wir mal nehmen. Oder wir können natürlich auch Uranium Shards, können wir zum Beispiel nehmen. Und mit Flint, ihr seht, Flint wird jetzt Oxygen hochgeladen. Und ich habe jetzt mit der Iron Shard, habe ich jetzt die Möglichkeit, dass da gleich ein Klumpen rauskommt. Ich sehe allerdings gerade, es wird auf jeden Fall relativ viel Flint auf jeden Fall verbraucht. Das heißt, ihr braucht definitiv eine permanente Flint-Versorgung. Lässt sich dann mit Sicherheit realisieren darüber. Oder es geht ganz schön schnell halt auf jeden Fall. Das heißt, da muss permanent Flint auf jeden Fall in die Maschine reingepumpt werden, wenn man das nutzen möchte. Sonst funktioniert das nicht. Das heißt, ihr müsst eigentlich dann Keys pulverisieren, maceraten, wie auch immer, damit ihr dann halt da halt ganz einfach als Nebenprodukt Flint herausbekommt. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ansonsten, wie schon gesagt, können wir wieder Upgrades installieren, können wieder Energy Upgrades, können wir wieder hier installieren. Wir könnten jetzt hier ein Muffling Upgrade für Sound. Wir haben jetzt hier Gas Upgrade ist nicht notwendig hier. Keeps a Machine Chunk Loaded zum Beispiel können wir auch noch nutzen. Muss mal gucken, wenn gleich das Speed-Upgrade einmal durch ist, auf jeden Fall. Naja, das funktioniert hier zum Beispiel nicht bei der Maschine. Ansonsten Speed-Upgrade würde zum Beispiel noch gehen und so weiter. Ne? Speed of Machinery, sehr schön. So ist es nämlich. So, jetzt haben wir wieder kein Oxygen, dann funktioniert das Ganze nicht. Ansonsten haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, auch die GUI hier natürlich zu bedienen. Ne, das ist natürlich ganz klar, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen halt natürlich Gases. Als Möglichkeit, die wir zum Beispiel mit einer Pressurized Tube, wenn wir das Gas halt haben, also Oxygen, können wir das theoretischerweise auch mit einer Pressurized Tube einführen und dann entsprechend konfigurieren hier auf dieser Seite, Input, Output, wie auch immer. Also eigentlich gibt es ja nur den Input und den Output gibt es hier natürlich nicht. Energy ist natürlich ganz klar und Items, glaube ich, auch ganz klar, dass wir die verschiedenen Slots, die wir hier drin haben, auch entsprechend ansteuern können. Ansonsten können wir natürlich noch eine Factory draus machen mit den Tier Installation Sachen. Das heißt, wir hätten jetzt eine Basic Purifying Factory oder eine Advanced Tier Factory oder eine Ultimate Factory. Also hätten wir jetzt eine Ultimate Purifying Factory. Und die hat natürlich die Eigenschaft, dass wir ganz viele verschiedene Slots haben. Jetzt haben wir allerdings wieder kein Oxygen einmal hier dazu gepackt und wir sehen, alle rennen hier einmal los. Aber das reicht natürlich nicht, um überhaupt einen Crafting-Prozess durchzubekommen. Das heißt, da muss immer wieder gut was auf jeden Fall nachgelegt werden, damit auch alle Slots einmal bedient werden. So viel auf jeden Fall zur Purification Chamber oder zur Purification Factory. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Bis demnächst. Ciao.